Hallo ihr Lieben, heute wieder Roswitha Petri und Konrad Wolfmeier in Sachen Astrologie-Serie, heute zum Thema Jungfrau. Die Jungfrau startet am 23.8. und endet am 22.9.21. Sie ist ein passives Zeichen, nach innen gekehrt, ein Erdzeichen und der Herrscherplanet ist der Merkur. So, lieber Konrad, fang doch mal an mit der Jungfrau und erzähl uns was über ihr Wesen. Genau. Also herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass wir da sind und etwas über Astrologie berichten können. Ist ja ein tolles Thema. Also Jungfrau ist ein Sicherungszeichen. Also alles, was mit Sicherung im Leben zu tun hat. Und die Selbstsicherung, die Verantwortung dafür, für die Versicherung, genau, im Lebensversicherung. Wie versichere ich mich im Leben? Also das heißt, wie ordne ich etwas? Wie komme ich im Leben klar? Wie erreiche ich meine Ziele auf der Sicherungsebene und auf der Ordnungsebene? Und wie gehe ich da gesundheitlich, also auch für mich komplett, für meinen Körper, meinen Organismus, für alles, was da ist, mit um? Und Roswitha hat da einige Beispiele noch aufgeführt. Und da habe ich mal, ja, also es geht um die Sicherung des Lebens. Also es geht wohl sehr stark um die Selbsterhaltung und um die Lebenserhaltung. Kannst du das mal, also jetzt mal ganz grob die Übertitel, kannst du das mal kurz erläutern, was da der Unterschied ist? Einmal geht es ja wohl um selbst und einmal, wie gestalte ich ein sicheres Leben, oder? Also innen und außen reflektiert. Richtig. Also es geht um die Lebenssuche, Lebenssicherung in der Umwelt. Wie versichere ich mich in meinem Leben oder wie sichere ich mein Leben in der Umwelt? Zum Beispiel, ich laufe nicht bei Rot über die Straße. Das ist eine Sicherung, damit ich nicht überfahren werde. Oder im gesundheitlichen Bereich, ich ernähre mich dementsprechend, damit ich einen gesunden Organismus habe, der auch sich weiterentwickeln kann. Unsere Zellen vergessen nichts. Und unsere Zellen, die in uns sind, sind auch Jungfrau betont. Das heißt, die sorgen dafür, dass wir weiterleben und gesund leben und gesund zufrieden können. Das im Grunde genommen ist die Jungfrau dafür da, dass unser Apparat eben sozusagen, unser Körper in Ordnung bleibt. Das als erstes. Ah, da ist also die Körperlichkeit steht bei der Jungfrau im Vordergrund. Ist ein ganz wichtiger Bereich, nicht das Hauptthema, sondern die Jungfrau ist für die Umweltbedingungen da, damit der Körper sich sozusagen ernähren und darauf Acht geben kann. Das ist ein Zeichen, welches ganz klar dafür da ist, ja, wie kann man das nennen, dass man gesund und ordentlich mit sich umgeht. Das ist eine Verpflichtung. Also Zum das Beispiel heißt. nehmen wir einfach mal das Thema Rauchen. Das kann man ganz gut nehmen. Mit Rauchen vergifte ich meinen Körper. Ich nehme Stoffe zu mir, die meinem Körper schaden. Irgendwann kommt die Jungfrau-Aspekt und sagt, lieber Mensch, du gehst mit deinem Körper desolat rum, achte darauf. Und dann gibt es Warnsignale, das ist ein gesundheitliches Geschehen im Sinne von Jungfrau. Ganz deutlich. Also die Jungfrau ist sozusagen dieser Aspekt innerhalb dieser Tierkreiszeichen-Serie oder dieser 12 Elemente, sage ich mal, die ja in uns allen sind, was der Arzt oder der Heiler sozusagen beinhaltet. Da ist der Vorsichtige, der Heiler, der Vorsichtige, der uns auf Acht gibt, dass wir in diesen 12 Zeichen, ist der Sicherungsaspekt ganz deutlich. Das heißt, es geht auch auf finanzieller Ebene so. Da ist auch die Sparsamkeit angelegt. Das heißt, wie gebe ich mein Geld aus? Wie sichere ich mein Leben finanziell ab? Das ist auch Jungfrau. Der Stier hortet, die Jungfrau sichert das Geld. Nur mal als Beispiel. Also ich bin ja auch eine Jungfrau, aber dass ich sichere im Sinne von, also wahrscheinlich habe ich zu viele andere Qualitäten noch, die das ein bisschen für mich sehr relativieren. Also Also gesund, ja. wir sprechen ja hier über das Prinzip der Jungfrau.
Genau. Und jeder hat ein anderes Horoskop und auch ein anderes Sicherungsvermögen in sich. Der eine macht das so, andere macht das so. Und der nächste macht es so. Also wir können hier jetzt nicht über ein individuelles Horoskop sprechen, sondern es geht hier um das Prinzip der Jungfrau selbst. Damit man das versteht, dass die Sicherungsbereiche ganz wichtig und notwendig sind. Darum geht es hier in der Jungfrau. Das ist ein wichtiges Thema. Zum Beispiel Jungfrau ist auch sehr wichtig für andere Menschen. Das heißt, die Jungfrau ordnet und sichert und bereitet den Weg, dass der Weg im Leben sicher wird, auch für andere. Das sind oft Berufe, deswegen sind oft auch Jungfrauen im Bereich Finanzdienstleister, wo sie sozusagen Tabellen erstellen. Also Statistik und Struktur und Ordnung gehört wahrscheinlich auch dazu, oder? Das ist ganz klar. Struktur und Ordnung im Finanzbereich oder Gesundheitsbereich. Eine Jungfrau fühlt sich meistens wohl im Hilfsbereich. Sie hilft gerne, weil sie sichern will. Sie will das Leben sichern. Das heißt, die sind sehr oft im Heilberuf tätig. Genau. Oder auch in der Forschung. Also Forschung wieder bei der Statistik. Genau. Also sie haben nicht die tollsten Ideen wie der Wassermann, also sind nicht die absolut kreativsten. Ich rede hier vom Prinzip, ja, und sind nicht unbedingt die kreativsten. Das dürfen sie auch nicht sein, sollen sie auch nicht sein, sondern es geht ganz darum, um eine Statistik zu sehen und wie die Statistik funktioniert, damit sie im Leben weiterhilft. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also ohne Jungfrau ist überhaupt kein Leben möglich. Ja, und jetzt, wo du das sagst, war für mich da auch immer eine gewisse Empirik, also gerade was ich an Forschung, also auch Kundenservice gemacht habe, da habe ich viel Bezug nehmen können auf unterschiedliche Ereignisse oder unterschiedliche Einflüsse. Also wenn man das jetzt im Leben sieht, dann macht es schon Sinn, ne? Dass das Erforschen und das Relativieren von bestimmten Lebenseinflüssen eine Rolle spielt. Genau, also es ist einfach ein ganz wichtiges Zeichen, um wirklich, ja, sonst ohne dem funktioniert nichts. Also es gibt die positiven Seiten der Jungfrau. Die positiven Seiten sind, ich bin der Mahner, ich bin der Warner, ich bin der Wegbereiter, ich bin der Ordnende. Die andere Seite ist, wenn dieses Thema überwiegt, dann geht es in den Bereich der Erbsenzählerei und dann wird auch die Erbse nochmal aufgespalten. Also das heißt, da geht es in den Pedanterie rein und da muss man einfach mal drauf achten, wo man da gerade abdriftet. Jedes Tierkreiszeichen hat seine Stärken und seine Schwächen, wo man im Leben mit klarkommt. Ich nenne es mal, wenn es eine Schwäche sein sollte, die Pedanterie kann im Alltagsleben kann nervig sein. Und auf der anderen Seite muss sie gegeben sein, damit überhaupt eine Ordnung stattfindet. Also die Jungfrau hat absolut ihre Top-Qualitäten. Ohne Jungfrau läuft nichts. Und was meinst du in Sachen Warnerin? Wie ist das zu verstehen? Heißt es so mit erhobenem Finger durch die Gegend zu laufen und den Menschen zu erklären, wie das Leben funktioniert? Oder wie ist es zu verstehen? Das sind die Pedanten. Die ich sage mal, das ist der Besserwisser in der Jungfrau. Der Warner warnt, der sagt ganz einfach, ich sage es ganz einfach mal so, wenn du nicht aufhörst zu rauchen, wirst du gesundheitliche Schäden davon haben. Das heißt, sie warnt dich zum Beispiel in solch einem Satz. Oder sagt, wenn du deine Finanzen nicht in Ordnung bringst, kommt eines Tages der Rückstoß, wo du sagen musst, wo du darauf hingewiesen wirst und eine Rückzahlung machen musst. Oder du wirst dafür Verantwortung tragen müssen. In dem Falle warnt sie. Und sie kann auch sagen, wie es umgesetzt werden kann. Und dann ist aber auch schon sozusagen der Bereich der Warnung beendet. Das ist das Prinzip der Jungfrau. Also es ist auch wie so eine Art, einerseits die Warnung
Und andererseits die Fürsorge, also dass die Jungfrauen dann, sage ich mal, in Aktion treten und für andere da sind und natürlich, ich denke, auch in vielen Versorgungsberufen zu Hause sind, wie Krankenschwestern oder Arzthelferinnen oder gerade in diesem Sektor, oder? Oder auch Lebensmitteltechniker. Also die Lebensmittel auf ihre Bestandteile untersuchen. Auf Giftstoffe. Was ist gut für uns? Was ist gut für den Menschen? Und so weiter und so fort. Und dann warnt sie auch. Sie macht das ein Warnschild. Und dann steht da drauf, dieses solltest du nicht essen aus den und den Gründen. Das ist das Also Prinzip der Jungfrau. das Analytische ist wahrscheinlich sehr prägnant, oder? Das gehört dazu, das ist klar. Das ist eine Begabung, übrigens eine besondere Begabung, die Analyse. Das ist richtig präzise, genau. Und zum Beispiel, wenn ich einen Betrieb hätte und ich müsste eine Analyse machen wollen, ich würde meine Jungfrau einstellen. Oder wenn ich Finanzdienstleister wäre und ich möchte meine Finanzen überprüfen lassen, dann würde ich mir meine Jungfrau holen und sagen, jetzt finde mal den Fehler. Und sie wird ihn finden. Und wird darauf hinweisen, das können wir verändern. Findet also auch das Haar in der Suppe Ganz genau. und schafft Ordnung. Und schafft Ordnung und ja, und schafft Ordnung, richtig. Also ein ganz wichtig, alle Tierkreiszeichen haben ihre Bestimmung, haben ihren Vorteil, ihren Nachteil und ergänzen sich miteinander. Das ist eine Ergänzung. Man darf das niemals als einzelnes Bild sehen, sondern es ist eine Ergänzung. Und die Jungfrau ist, wie gesagt, der Bereich, der einfach uns auch in Umweltfragen, in körperlichen Fragen, in Finanzfragen, in Partnerschaftsfragen auch hilft. Wie komme ich weiter? Partnerschaftlich, wie zum Beispiel die Fürsorge zum Partner. Also wie helfe ich dem Partner im praktischen Leben? Nicht nur mental oder auch sonst irgendwas, sondern ganz praktisch im Leben. Ja? Ja, also ich von mir aus kann auch sagen, da ist sehr viel Mütterlichkeit, auch diese Freude an diesem Versorgen oder ja, Fürsorge tragen für sich und andere. Das ist auch ein lebenserhaltendes Prinzip aus meiner Sicht. Wie gesagt, ohne Jungfrau ist kein Leben möglich und ist auch, wird ausufern und wird ein richtiges Problem damit. Und zu der Jungfrau gehört ja der Merkur, also als Planet. Und jeder hat den Merkur an einer bestimmten Stelle stehen. Nehmen wir einfach mal, also ich glaube, ich bin mir jetzt nicht, ich glaube, 42 Grad kann der Merkur in den Tierkreiszeichen herumwandern, aber das ist jetzt astrologische Technik, das brauchen wir jetzt nicht machen. Also die meisten haben entweder den Merkur im Löwen oder in der Waage oder in der Jungfrau. In diesen drei Zeichen spielt sich das im Grunde genommen bei der Jungfrau Geborenen ab. Und wie gesagt, da muss man das Horoskop berechnen und schauen, wo ist der Merkur jetzt angelegt, auf welches Thema ist für die Person jetzt wichtig. Geht es, wenn es im Löwen ist, der Merkur, geht es um die Lebensqualität? Wenn der Merkur in der Jungfrau ist, geht es um die Sicherung. Und wenn der Merkur in der Waage ist, geht es um die Beziehung. Also das sind schon mal drei Schritte, die da hinkommen. Und deswegen haben wir auch viele Unterschiede da drin. Und eine Pauschalisierung kann man nie machen. Ah, das sind jetzt die drei Dekaden, von denen du sprichst. Erste Nein, das Dekade, sind Tierkreiszeichen. Tierkreiszeichen. Dekaden ist was ganz anderes. Dekan ist was ganz, ganz anderes. Also es geht die Tierkreiszeichen, also wie der Merkur kann sich entweder im Löwen aufhalten, in der Jungfrau oder in der Waage, bei einer Jungfrau geboren. Und deswegen kommt es da zu unterschiedlichen Wahlmöglichkeiten, wo ich mich beschäftige. Ja, das sind einige Begriffe. Also ich weiß jetzt nicht, was wir schon alles so jetzt eingeschlossen haben, aber wenn wir jetzt mal bei der Selbsterhaltung bleiben, da geht es auf jeden Fall in erster Linie um den Überblick
Was ist damit gemeint? Überblick in jeder Situation oder Überblick übers Leben, über sich selbst zu lernen? Also erst geht es immer um einen selbst. Mhm. Grundsätzlich. Also als erstes geht es immer um einen selbst. Also man ist selbst Person und als Persona muss ich erstmal Überblick über mich selbst schaffen. Wie agiere ich in dieser Welt? Wie sichere ich mich in dieser Welt? Wenn ich das einigermaßen hinbekommen habe, oder das reicht schon, geht es in den Überblick schaffenden Bereich für andere. Also ich schaffe für andere Überblick. Ich erkläre zum Beispiel, nehmen wir Versicherungskaufmann. Ein Versicherungskaufmann sind oft gerne Jungfrauen, weil sie das Leben sichern. Und der erklärt zum Beispiel seinem Kunden, wozu die Lebenssicherung da ist. Also er schafft ihnen einen Überblick. Unter Jungfrauen gibt es auch viele Rechtsanwälte, und zwar Produktrechtsanwälte. Das ist eine Sparte. Das heißt, also die sind für Produkte da, die den Menschen helfen, im Leben klarzukommen. Das heißt, sie vertreten das Recht wie gehe ich damit um, Lebenssicherung. Mhm. Also, dass keine Verletzungen stattfinden. Das ist zum Beispiel eine Jungfrau-Geschichte. Und da schafft sie einen Überblick. Also sie ist auch beratend tätig. Mhm. Hilfsbereit, beratend tätig. Das ist die Idealform. Mhm. Und wenn der Merkur in der Jungfrau, wenn der Merkur in der Waage ist, ist diese Beratung noch ausgeprägter. Mhm. Und da macht sie auch noch weiteren Überblick, was deine Frage ist. In der Waage, Waage ist das Prinzip der Öffentlichkeit, also sie macht auch öffentlich, macht sie Warnung. Zum Beispiel Umweltaktivisten, die in die Öffentlichkeit gehen, sind oft haben solche Situationen. Oder auch Journalisten wahrscheinlich. Redakteure. Ja, die Journalisten eigentlich weniger. Also die Journalisten leider nicht. Die Journalisten sind mehr im Schütze und im Zwilling vertreten. Und weil sie eine ganz andere Welt schaffen oder eine ganz andere Weltsicht haben. Aber sie brauchen wieder die Jungfrau zum Selektieren, zum Beispiel Bildbearbeitung, Jungfrau. Mhm. Mhm. Genau. Und auch, denke ich, im häuslichen Bereich ist es wichtig, so eine gewisse Ästhetik und innerhalb dieser Ordnung also zu bewahren. Ne? Also die Jungfrau ist dafür da, die Grundbedingungen in dem Wohnraum, im Lebensraum zu gestalten. Also die Grundbedingungen zu schaffen. Mhm. Für die reine Ästhetik kommt wieder die Waage. Mhm. Mhm. Also Jungfrau ist ein sehr praktisches Zeichen. Praktiker. Ja, es geht aber auch um Information, Bewusstheit und Berechenbarkeit. Jetzt sind wir bei einem wichtigen Thema, zu einem spirituellen Bereich und geistigen Bereich. Denn der geistige Bereich und die Jungfrau, das ist ein, kann man das sagen, sie erfasst die Ganzheit des Seins. Das heißt, wenn alles zusammenhängt, also Körper, Geist und Seele, Umwelt und Mitwelt, also praktisch, wir sind ja alle eins, im Kosmos verbunden, und das, da macht die Jungfrau auch drauf aufmerksam. Sie sagt sogar, wie es funktioniert. Und das ist ganz interessant, wenn diese Bewusstseinsebene erreicht ist. Also erstmal ist die Jungfrau skeptisch und sagt, nee, das kann nicht sein, das gibt es nicht. Aber dann kommt irgendjemand, der erklärt es ihr, und dann nimmt sie es auf im Sinne von, da könnte was dran sein. Und wenn das verstandesgemäß erfasst ist, wird sie das auch integrieren und sich dessen bewusst sein und damit auch die Welt verändern. Mhm. Ganz wichtig. Interessant, ja. Also die Jungfrau ist quasi da, um das Leben zu erforschen, also sich selbst in Bezug aufs Leben. Und dann quasi zu analysieren, das alles aufzuschreiben, abzuwägen und dann irgendwann aus diesen ganzen Informationen
eine Art Lebensfluss zu kreieren, zu gestalten, um Einfluss aufs Leben nehmen zu können. Ganz genau so ist das. Also erstmal eine Art Datenerfassung, alles aufschreiben, deshalb auch den Überblick bekommen, bewahren, um dann sozusagen bessere Lebensbedingungen quasi ja, mit so ins Leben zu rufen, oder? Ganz genau. Also ist übrigens beim Jungfrau-Prinzip so auch der Umweltfaktor vertreten. Also was passiert in der Umwelt? Wie gehe ich mit Umwelt um? Das heißt auch die Versorgung, Entsorgung. Also sind auch, bei der Jungfrau sind auch die Entsorger drin. Das heißt, die räumen auch mal den Müll für andere weg. In jeglicher Form. Ob es geistig, seelisch, materiell oder sonst was ist. Ist ein wichtiges Thema. Ein ganz wichtiger Bereich. Und der auch zum Leben dazugehört. Und es ist definitiv keine niedrige Arbeit, was oftmals so angesehen wird. Es ist definitiv auch kein niedriges Zeichen, sondern ein sehr, sehr wertvolles Zeichen, welches ohne dem die Welt einfach nicht funktionieren kann. Ja, aus diesem Detail suchen oder zusammenfügen entsteht dann das große Bild, also über die Schemen des Lebens und über die Mechanismen des Lebens. Genau, da entsteht das große Bild, das große Ganze und das große Gesamte. Und das ist letztendlich auch das Ziel der Jungfrau, diesen Überblick zu bekommen. Wenn sie das nicht erreicht, bleibt sie eine Sucherin. Also sie sucht, ohne zu finden. Weil eine Sucherin bleibt da eine Sucherin und keine Finderin. Also man sollte sich finden im Sinne von, ich habe es gefunden, es ist meins. Das ist der Schritt. Auch da wieder wie innen so außen, ne? Ja, also wie oben so unten, geistig, also Geistigkeit gegenüber der Jungfrau haben wir das Fischezeichen. Also steht in Opposition darüber. Also die haben sehr mit dazu. Die Geistigkeit fließt da immer mit ein. Und vielleicht auch sogar, ich finde mich, indem ich die Welt verstehe, das Leben verstehen lerne. Darin kann ich mich dann wiederfinden. Das ist ein Lebensprozess, in dem wir alle gefordert sind, uns zu sagen, wer bin ich, was mache ich, was tue ich und weshalb tue ich. Und jetzt kommen wir drauf, wie mache ich es im Detail? Makro und Mikro und Makrokosmos. Haben wir es dann schon? Das ist die Jungfrau im Großen und Ganzen. Mhm. Und wer Fragen hat, kann gerne mal in die Kommentare schreiben oder stellt anderweitig die Fragen. Oder nimmt einfach Kontakt auf. Wir sind gerne für euch da. Wir machen das hier gerne. Und ja, also ich denke mal, dieser Zyklus der 12 Tierkreiszeichen ist jetzt abgeschlossen. Und jetzt können wir zu neuen Projekten starten. Das geht da. Mal schauen, was da kommt. Ein paar Ideen haben wir ja schon. Ja, genau. Einige seid ja mal neugierig, was hier auf dem Kanal passiert. Also es wird weiterhin wachsen und erzählt es einfach weiter und teilt uns. Vielen Dank. Tschüss. Darüber freuen wir uns. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao.